Ja, zurück zu Halo 2, auf dem Weg zum Haupttempel, der sich da vorne befindet. Und ich sehe schon, da kommt ja eine Gondel, das heißt, es wird wahrscheinlich wieder gleich ein Gefecht geben. Das heißt, so einfach wird es nicht werden, den Haupttempel zu erreichen. Ja. Und es sind die Typen. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Respekt vor diesen Typen, weil die einen ziemlich schnell töten können, wie ihr gerade gesehen habt. Ah, das ist schwer zu zielen, wenn sich das Ding bewegt. Hinzu kommt noch, dass ich von hinten auch noch beschossen werde. Gerade ein bisschen uncool. Von der einen Seite kommen die Typen, von der anderen Seite kommen die anderen Fuzzis. Das finde ich gerade ein bisschen unfair. Okay, der Pfad zum Haupttempel ist doch ein bisschen ekelhafter, als ich dachte. Das hat's wunderbar gebracht. Vor allem vorhin war das Teil nämlich nirgend dran gewesen. Und jetzt plötzlich ist das Teil ja, kilometerweit entfernt. Das ist mir auch gerade ein Rätsel, warum das so ist. Und habe ich versch. Jetzt die gleiche Waffe. Und gerade schon meinen, habe ich jetzt verschiedene Waffen oder wie? Oh ja, natürlich. Vorhin. Wie schnell die einen runterballern, das ist ekelhaft. Okay, ich muss sagen, die Stelle ist ein bisschen ekelhaft. Ganz schön wirklich früh treffen.
Oh. Das ist unfair. Von der einen Seite kommt... Der Flieger, von der einen Seite kommt das andere... Oh, das ist mies. Von der einen Seite kommt der Flieger, von der anderen Seite kommt das hässliche Flieger. Angeflogen. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Wo ist er? Danke. Das Flugzeug ist weg. Man merkt schon, es wird langsam schwerer. Es wird langsam durchaus schwerer. Nicht am Ziel. Dann ist höchstens mal ein Kontrollpunkt erreicht. Aber wir müssen auch in den Tempel noch hinein. Das ist die größte Allianzflotte aller Zeiten. Die größte, die man je gesehen hat. Rein in den Tempel und den Propheten erledigen, bevor man uns stoppt. Ich würde mal meinen... Darum fliegt schon die Verstärkung, deswegen sollten wir uns... Wie wir gerade sahen, etwas beeilen. Bevor. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht aufnehmen, wir haben keine Zeit mehr. Ja. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Nach Ehrengardisten heißen die. Nee, Mann, das sind diese gelben. Also kann es sein, dass die Ehrengardisten vielleicht dazu benutzt werden, um... ...wichtige Orte der Allianz zu bewachen. Es ist mir aufgefallen, dass die Ehrengardisten gerade dann auftauchen, wenn es darum geht, ja, wichtige Sachen zu verteidigen. Sozusagen noch eine Stufe über der Elite. Und ich könnte mich auch täuschen, aber das ist halt meine Vermutung sozusagen.
wo wir bei einem weiteren Pluspunkt sind. Ich finde es cool, dass es wieder neue Gegner gibt in Halo 2. Das gibt schon mal einen Punkt für die Innovation. Ja, mal so ein Kreisgang. Vielleicht gehen wir mal nach oben. Ja, das müssten die Angardisten sein. Die ich nicht unterschätzen sollte. Schon gesehen da drüben in der Ecke. Das ist gerade Absicht gemacht oder war das gerade ein... Aber man merkt teilweise noch, dass die IQ der Gegner teils noch ein bisschen schwächelt. Aber ich denke mal, das wird sich auch in späteren Halo-Teilen bessern, weil wir haben ja gesehen, es ist tatsächlich möglich, dass die Gegner sich in Wänden festbacken. Andererseits ist es ein Problem, das natürlich auch aktuellere Shooter immer noch besitzen. Es ist nur ziemlich selten, dass das mal passiert. Da ist das Ziel, holt ihn euch. Okay. Ich bin dem Ziel nah, das freut mich. Wahrscheinlich der Typ da. Da hinten sitzt. The fuck? Ja, da habe ich die Säule oder Kiste nicht hinter mir bemerkt. Und dieser Strahl, denke ich mal, der wird mich ziemlich schnell töten. Ach, verdammt. Entweder muss ich hinter den Typen gelangen oder... Ach, ich denke mal, ich muss hinter den Typen gelangen. Der vorne schon wieder so ein Typi. Treffe ich den überhaupt von hier aus oder? Oh, oh, oh.
Bloß weg von diesem Strahl. Sein Thron ist abgeschirmt. Er lenkt alles ab, was sie ihm entgegenwerfen. Näher ran und geben sie ihr Bestes. Tja, das ist so. Das ist leichter gesagt als getan. Somit näher ran. Treffe ich ihn eigentlich oder treffe ich ihn jetzt gerade nicht? Aber das scheint so eine Art Boss schon zu sein. Ach du Scheiße, jetzt läuft so ein Typ hier noch hier rum. Ja, es kommt teils neue. Okay, Kontrollpunkt. Schnell, entern Sie seinen Thron. Wo steckt er denn? Ach, unter mir. Jetzt hat er mich aber verarscht. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Okay.
Okay. Who the fuck war das denn? Wie dem auch sei. Wir haben die Mission geschafft. Und ja, anscheinend diesen Prophetentypen erledigt. Aber das war noch nicht das Ende, wie scheint. Ist tot, Commander. Sein Mörder war in unserer Hand. Hätten Sie Ihre Phantoms nicht abgezogen? Bezweifeln Sie meine Entscheidung? Nein, Heiliger. Ich möchte nur sagen, ich bedauere, dass die Brutes... Die Reaktivierung der Wache war ein radikaler Schritt. Aber jüngste Ereignisse haben bewiesen, dass die Eliten nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren können. Ich leite Ihre Entscheidung an den Rat weiter. Politik, wie ermüdend. Wussten Sie, Gebiete, dass die Eliten mit Rücktritt drohen, um den Rat zu verlassen? Wegen dieser Unstimmigkeiten? Wir waren immer Ihre Beschützer. Das sind schwere Zeiten für uns alle. Gerade als wir die Vernichtung der Menschheit feierten, traf uns der schreckliche Verlust eines der Heiligen Ringe bis ins Mark. Trotz unserer Sorgen fanden wir Hoffnung in der Prophezeiung, wir würden andere Ringe finden. Sehen Sie, wie unser Vertrauen belohnt wird. Halo, sein göttlicher Wind streicht durch die Sterne und treibt alle, die würdig sind, entlang des Wegs zur Erlösung. Aber wo sollen wir beginnen? Schon ewig suchen wir etwas, das die Geheimnisse der Ringe lösen kann. Ein Orakel. Und mit Ihrer Hilfe fanden wir es. Wir haben das Orakel untertänigst befragt. Und es hat uns die Gnade erwiesen, uns den Schlüssel zu zeigen. Sie reisen zur Oberfläche des Rings und holen dieses heilige Symbol. Damit erfüllen wir unser Versprechen. Erlösung für alle! Der Beginn der großen Reise. Wenn das Schild unten ist, begeben wir uns sofort zur Bibliothek. Ich möchte die Hierarchen nicht warten lassen. Der Mensch, der den Propheten des Bedauerns tötete, wer war es? Was glauben Sie? Der Dämon ist hier? Warum? Um Rechnungen zu begleichen? Für mich zählt nur, das Symbol zu holen. Natürlich. Interessant, haben die jetzt einen weiteren Ring gefunden? Wir brauchen jetzt bloß den Schlüssel, um ihn zu öffnen oder so? Und die Worte große Reise fielen. Ich habe ja schon durch Wolf von diesen Worten gehört, sozusagen. Aber ich denke mal, wenn er es mir erklären wird, per Kommentar, ist das Let's Play schon fertig. Und ich weiß vielleicht schon viel mehr. Vielleicht aber auch nicht. Aber, naja, was soll's.
Gut, dann werde ich abspeichern. Und das war's von Halo 2 für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.